Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege Ranking, Folge 70. Wir sind echt verdammt weit mit den Folgen. Und da freut es mich umso mehr, euch jetzt zu zeigen, dass ich noch ein Match brauche bis zur Rangvergabe. Das heißt, dieses Match hier ist quasi eine richtige Ranking-Folge, denn wir spielen jetzt um unseren Rang, um meinen Rang. Ich bin gespannt, die letzten zwei Runden waren richtig gut. Da war eine Runde dann, da hatten wir total die absolute Niederlage. Und jetzt bin ich schon gespannt. Oh, 144. Okay, ich gucke mir mal ein bisschen die Gegner an. Okay, das sah jetzt alles bisher nicht so gut aus. Könnte schwer werden. Ja, Hauptsache ich habe einen Level 23er drin, der nicht so wirklich Ahnung von den Maps hat. Also weiß man ja nicht. Es gibt auch Leute, die sind halt wirklich krass. Und mit Level 23 schon. Wie der eine, der mir mal geschrieben hatte, dass er halt mal, drei Aces in einer Runde hatte. Der war auch gerade mal Level 18 oder so. Also Respekt daran. Oder besser gesagt, Respekt dafür. Ich bin ja auch Level 70 und bin nicht immer krass. Also hochschlafen kann sich jeder. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob wir mal eine komplette Lobby bekommen oder mal nicht. Irgendwann sollten wir mal eine kriegen. Ich habe nämlich jetzt schon eine Minute aufgenommen. Folge 70. Ich habe auch ein bisschen rumprobiert, was die beste Kombi ist. Hibana ist schon ganz geil. Aber ich glaube, als Angreifer nehme ich Buck. Tatsächlich. Auch bei der Map hier. Weil Buck hat mir schon echt den Arsch teilweise mal gerettet. Und als Verteidiger nehme ich Mira. Der Mira mag ich als Verteidiger tatsächlich sehr gerne. Auch als Angreifer. Ja gut, nehmen wir mal die Waffen. Lagerschränke. Als Angreifer liebe ich auch Jakal. Ich verstehe nur nicht, warum die nicht mehr so genommen werden. Die werden halt kaum noch genommen. Was ich nicht verstehe. Wie gesagt. Ist halt immer so bei Rainbow. Wenn die neuen Operator kommen, neue Season beginnt, alle hypen, alle freuen sich, alle gucken sich die neuen Operator an. Obwohl sie schon wissen, was sie machen, und danach spielt die keiner mehr. Capitao spielt kaum einer mehr, Carvera spielen viele, Valkyrie auch. Blackbeard wird gar nicht mehr gespielt. Und Frost wird öfter gespielt als Buck. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Und Hibana wird noch gerade so gespielt und ja, Echo halt auch so gut wie gar nicht. Kann ich halt alles nicht so wirklich nachvollziehen. Hallo, kannst du eine Barrikade machen? Dankeschön. So, oh, da ist eine Rüstung. Ja, ich nehme die letzte. Kriegst du volle Punktzahl. Viel Spaß damit. Der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. So, da kann man nicht perfekt dahin schießen. Das heißt, das machen wir schon mal kaputt. Ich hab geschossen. Der war ein bisschen schneller als ich. Das gibt's nicht. Ich habe. Doch, ich hab ihn getroffen. Nee, hab ich nicht. Hä? Moment. Hatte ich ihn jetzt getroffen oder nicht? Ich glaube nicht. Och, Leute. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Sichern den Biogefahrgutbehälter sofort ein. Die haben alle überlebt. Das wird kein gutes Ende nehmen. Freunde, ich möchte bitte mindestens in Silber einsteigen. Ich habe keinen Bock auf Bronze oder Kupfer. Gerade nicht Kupfer. Also so scheiße bin ich eigentlich auch nicht. So. Gar nicht lange rumgequasselt. Nehmen wir einfach mal Bug. Oh, da wird mal Capitao benutzt. Kaum redet man von.
Silber wäre ein Traum, aber Gold wäre echt eine Erleichterung, weil ich hatte schon so ein paar Runden, wo ich mir dachte, sieht nicht gut aus für Gold. Aber man weiß ja nie, das hat sich auch alles ein bisschen geändert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Also Bronze ist wirklich dann ganz schön scheiße. Den Standort des Biogefahrgutbehälters. Mit Silber 4 gebe ich mich meinetwegen auch schon zufrieden. Hauptsache Silber. Okay, Silber 1 wäre natürlich wie Gold, so gesehen. Also eins weiß ich, zu Platin werden wir auf gar keinen Fall kommen. Das wäre wirklich krank. Noch 10 Sekunden. Eigentlich voll die gute Kamera, oder? Also kann man so stehen lassen auf jeden Fall. Die sehen ja, die sehen da bestimmt einen niemals. Wait, what? Da war schon Gegner? Alter. Ah, der ist tot, okay. Ist das deren fucking Ernst? Da war wohl ein COD-Spieler am Werk. Oder der hat einfach mal ausprobiert. Das kann natürlich auch sein. Gehst du mal jetzt mal da? Danke. Was? Wieso wurde der nicht... Mann, ey. Ist das euer Ernst jetzt? Die sind richtig krass lowlife und gegen drei Leute. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Da hat er verzogen, ja. Ach, Mann. Nicht gut, gar nicht gut. Der hat den EQ-Anhänger. Okay, der hat aber am Anfang auch nicht getroffen. Und der hat da schon geblutet, der Capitao. Komm, jetzt müssen wir uns mal zusammenreißen hier. Ich würde sagen, wir gehen zum... Warum denn da? Nein, Mann, Schalter ist so viel geiler. Waffenlagerschränke. Das ist scheiße da. Habt ihr nicht gemerkt, dass wir da verloren haben? Man sollte mal ruhig was anderes ausprobieren. Nee, natürlich nicht. Die wollen alle Waffenlagerschränke. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Den Raum sichern. Diesmal ist es aber zu. Nicht aufmachen, ja? Gut. Wieso kann ich... Ach so, so geht das, stimmt. Boden wurde verstärkt. Barrikade errichtet.
Ich hätte mal hier einen schwarzen Spiegel hinmachen sollen, ich Idiot. Naja, egal. Jetzt sind hier drei Leute. Nitro platziert. Nitro aktiviert. Gegner sichern den Behälter. Ich habe nichts gesehen. Ich habe die nicht gesehen. Verarschen? Der hat einfach nur die Schuhe. Nee, das wird gar nichts, Leute. Das wird echt nichts. Scheiße, was eine scheiß Folge. Weißt du, die zwei Runden davor waren so gut. Da war ich sogar selber richtig gut. Und jetzt bin ich voll kacke. Ich weiß nicht, warum ich das. Und warum habe ich diese scheiß Online-Einblendungen nicht abgemacht? Abgeschaltet. Boah, dieser Cursor, ne? Das müssen sie auch mal fixen, dass der flüssiger ist. Das geht dann auch auf den Sack. So, ich gehe jetzt hier hin. Ist mir egal. Ja, guck mal, der eine ist sogar schon rausgegangen. Super. Ah, ist doch scheiße. Das ist nicht gut. Na gut, komm, das machen wir. Komm, noch ist nichts verloren. Noch kann alles drin sein. Nur bin ich gerade nicht wirklich gut. Ich habe den echt nicht gerade gesehen, die Bahner, ne? Das ist der Wahnsinn. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Und auch von wegen, dass sie nicht entdeckt werden angeblich. Das ist so ein Schwachsinn. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Ich hätte erst gedacht, sie sieht mich nicht. So, ist da wieder irgendein Amokläufer irgendwie? Kann ich da nicht rein? Das gibt's doch alles gar nicht, ey. Nein, ich. Eigener Trupp neutralisiert. Leute, es tut mir wirklich verdammt leid. Ich werde sowas von in Bronze eingestuft. Das könnt ihr nicht glauben, dass ich jetzt. Ich glaube nicht, dass ich jetzt Silber oder gar Gold werde. Das ist die zweite absolute Niederlage. Eieieiei, ey.
Das war aber auch ein Scheiß-Spot, da hängen zu bleiben. Aber die anderen haben sich auch alle so leicht wegsnacken lassen. Was ist denn los? Die haben alle keinen Rang. Oh, was ist der Rang? Oh nein. Was? Gold 4? Ernsthaft? Euer Scheiß-Ernst? Ich bin Gold 4. Ich bin Gold geworden. Hätte ich jetzt nicht erwartet, ehrlich gesagt. So gar nicht. Das ist hart. Alles klar. Dann freue ich mich. Dann wird es zur 75. Folge dann eine Ranking in der Gold-Liga geben. Ich bin schon echt gespannt. Das haben die auch irgendwie ein bisschen überarbeitet, sodass ungefähr Gold gegen Gold kämpft. Es sei denn, es gibt keine andere Auswahl. Aber wir, guck mal, wir mussten als Nicht-Rang gegen Gold kämpfen. Ist ja schon ein bisschen unfair, aber gut, ich bin ja auch Gold und bin nicht wirklich gut. Naja, wir sehen uns zur nächsten Folge von Rainbow Six. Die war wirklich sehr kurz für eine Ranking-Folge, also da haben die uns echt zerstört. Und ja, mal schauen, ob wir dann in der nächsten Ranking-Season, genau, in der Ranking-Folge dann Gold 3 werden. Ich bin gespannt. Haut rein, bis zum nächsten Part und ciao.